Du kannst mir ja mal unten in die Kommentare schreiben, ob du das Spiel kennst oder vielleicht kennst du den Film 13 Wünsche, auch den wirst du vermutlich kennen, gehe ich von aus, ne? Und wie du das findest. On my own, but I'm never alone. Hallo ihr großen und kleinen Träumer und herzlich willkommen zu diesem neuen Projekt. Ja, der Sackelclub ist zu Ende gegangen und das neue Jahr startet mit Monster High. Und zwar 13 Wünsche und ich würde sagen, nicht lang schnacken, los geht's. Manchmal laufen die Dinge nicht ganz so, wie man es sich wünscht. Alles begann, als Haulin auf dem Dachboden der Monster High eine magische Wunderlampe fand. Der Geist der Lampe, ein Geist namens Gigi, gewährte Haulin 13 Wünsche. Aber die Wünsche hatten eine Schattenseite. Wisp, der Schattengeist der Lampe, begann Haulin dazu zu verleiten, ihre Wünsche für dunkle Zwecke zu verwenden. Haulin geriet immer mehr unter Wisps Kontrolle. Um alles noch schlimmer zu machen, stand eine Schattenfinsternis kurz bevor. Der gute Geist, Gigi, warnte davor, dass Wisp während einer Schattenfinsternis auferstehen und real werden würde. Und wenn Wisp Haulin dazu bringen könnte, ihr die Macht über die Lampe zu überlassen, dann würde sie für immer die Kontrolle über die ganze Monster High erlangen. Wir reisten dann in die Lampe, um Scherben eines magischen Spiegels zu sammeln, der, so hatte es Gigi versprochen, Haulin von Wisps dunklem Zauber befreien würde. Gigi gab mir eine spezielle Kugel, die es uns erlaubte, aus der Lampe zurückzukehren, sobald alle Teile des Spiegels gefunden wurden. Nachdem wir alle bis auf ein Spiegelstück gefunden hatten, kehrten wir zur Monster High zurück, um uns von Wisp die letzte Scherbe zu holen. Als wir alle 13 Spiegelstücke hatten, konnten wir Haulin retten und Wisp davon abhalten, die Monster High zu übernehmen. Doch, wie ich schon sagte, manchmal laufen die Dinge nicht ganz so, wie man es sich wünscht. Du kannst in wenigen Augenblicken deinen Wunsch äußern. Du weißt doch, was du dir wünschst. Gib mir meine Schwester zurück, du Schatten der Finsternis! Und was, wenn nicht? Ihr habt nicht alle Spiegelstücke. Ihr seid mir gegenüber machtlos! Wir wissen, wo das letzte Spiegelstück ist. Zu spät. Ich musste mein ganzes Leben lang hier in den Schatten warten. Doch jetzt ist die Macht der Lampe endlich mein! Das klingt ja nicht gut. Ich glaube, mir ist eine Naht aufgegangen. Es ist so leise. Wo sind die denn alle? Ach ja, die Kugel. Gigi hat sie mir gegeben, damit ich wieder aus der Lampe rauskomme. Die behalte ich lieber. Ich könnte sie noch brauchen. Das ist Haulins Schließfach. Haulin! Ich frage mich, ob sie immer noch mit Wisp am Pool ist. Ich hoffe, bei dem Pool gibt es keine Monster. Das wäre für die ja ein Schock, mich dort zu sehen. So, und jetzt glaube ich, kann ich steuern. Ja, jetzt kann ich steuern und ich wollte doch mal testen. Ah nee, okay. Ich habe gedacht, vielleicht kann ich mit dem anderen Controller auch spielen, aber das geht nicht.
Ich spiele hier die Version für die Wii, also nicht für die Wii U, weil die gibt es wirklich tatsächlich gar nicht mehr zu kaufen. Und ich habe jetzt die für die Wii aber bekommen. Ich habe gedacht, das ist eigentlich egal. Deswegen starte ich hier jetzt mal mit Frankie anscheinend. Und ich guck mal, ob ich da nur durch die Tür kann oder ob ich hier mit den Schließfächern noch was machen kann. Nein, mit der Tafel auch nicht. Alles klar, ich bin sehr, sehr gespannt. Auf geht's durch die Tür. Schon mal sehr schön, kein Ladebalken. Das war ja bei dem anderen Monster-High-Spiel ein bisschen schwierig. Ich wünsche dir übrigens noch ein gesundes neues Jahr. Ich hoffe, du hast das Wochenende gut überstanden, den Neujahrstag ebenso. Und ja, ich hoffe, du freust dich jetzt mit mir zusammen, die Monster-High zu erkunden. Hier gibt es mehrere Türen, durch die ich gehen kann. Ich fange einfach mal bei der ersten an. Komm, ich fange hier an. Auf geht's. Okay, aber hier ist nichts und niemand drin. Nee, sieht nicht danach aus. Mal gucken, ob ich hier wieder raus kann und ob ich dann auf demselben Flur lande. Ja, sieht so aus. Ja, jetzt bin ich da rausgekommen. Gut, dann gucke ich auf der anderen Seite natürlich auch noch, ne? Also, was muss, das muss. Einmal hier schauen. Ah, okay, springen kann ich auch. Auf die Tische. Aber hier ist auch nichts, also jedenfalls nichts, was ich jetzt sehe. Vielleicht kommt das ja noch. Du kannst mir ja mal unten in die Kommentare schreiben, ob du das Spiel kennst oder vielleicht kennst du den Film 13 Wünsche. Auch den wirst du vermutlich kennen, gehe ich von aus, ne? Und wie du das findest, also ob du das magst, das Spiel oder den Film oder beides vielleicht. Vielleicht hast du das Spiel auch schon selber durchgespielt. Dann schreib mir das doch einfach mal unten in die Kommentare. Wie gefallen dir 13 Wünsche? So, oh guck mal, da bin ich im Foyer. Ah, Juice steht da unten, guck mal. Hallo Juice. Hey Juice. Oh, er fragt mich, wo ist Claudine? Ja, das weiß ich leider auch nicht. Hey Juice. Hast du Claudine gesehen? Nein, leider nein. Hier kann ich die Tür... Oh, ich kann hier so viel überall hingehen. Guck mal, verrückt. Wo möchte ich denn hin? Möchte ich vorne raus als erstes vielleicht? Ich gehe mal als erstes vorne raus. Na, da komme ich natürlich nicht raus. Da ist hier noch eine Seitentür. Nein. Dann... Ich dachte, da oben steht Operetta, sah so aus, aber das ist nur ein Bild, was da hängt. Ach, hier komme ich auch nicht durch. Okay, gut, dann gehe ich durch die Tür, durch die ich gehen kann. Wow, hier ist eine Treppe rauf. Wo geht's hier hin? Geht's hier zum Glockenturm hoch? Sieht so aus, komm, ich guck mal. Auf geht's, Erkundungstour hier. Geht's da noch weiter rauf? Nee, schade. Was ist das denn? Ich habe was gefunden. Was ist das? Da kann ich reingehen. Ich gehe mal rein. Nee, ich kann hier aber nicht B drücken. Das geht nicht. Oh. Was mache ich denn hier? Guck mal, so Blitze. Cool. Aber hier kann ich rein. Aber hier ist nichts weiter. Schade, hier komme ich noch nicht durch. Na, vielleicht kommt es noch. Vielleicht kommt das ja noch. Ich guck mal, ob ich dann... Gehe ich unten lang? Upsala. Also ich finde, das sieht auf alle Fälle schon mal grafisch ein bisschen netter aus als das Monsterkrasse Highschool-Klasse. Obwohl die beide ja für die Wii waren. Aber das hier gefällt mir optisch auf alle Fälle schon mal besser. So, jetzt gehe ich dann durch die Tür. Ist ja egal. Komm her. Ist das Venus da vorne? Könnte fast sein, ne? Passt auch hier zum Garten. Hi, na, wie geht's dir? Hey, Venus. Hast du Laguna in letzter Zeit mal gesehen? Nee, ich habe sie noch nicht gesehen, aber danke der Nachfrage. Aber hier geht's weiter. So, da bin ich doch fast da. Hier ist auch keiner, guck mal. Kann ich hier in den Pool springen? Ich guck mal. Na, das wird ein Kurs.
Kurzschluss geben. Ah, okay. Also ich kann nicht in den Pool. Das Frankie kann nicht im Pool schwimmen. Das gibt einen Kurzschluss. Alles klar. Dann laufe ich natürlich rum, bevor Frankie einen Kurzschluss kriegt. Das möchte ich ja auch nicht zu verantworten haben. Mal da oben, da leuchtet das auch schon so komisch. Jetzt mal schauen, dass ich da hoch renne, so schnell wie ich kann. Und da oben links sieht aus, als ob ich die Anzeige habe. Ich habe diese Kugel, ne, um die Flasche zu verlassen oder so. Und dann die Herzen ist bestimmt meine Lebensanzeige. Dadurch, dass ich hier so Blitze machen kann, nehme ich an, ich muss hier tatsächlich auch kämpfen. Musste ich bis jetzt in den beiden anderen Monster-High-Spielen gar nicht. Da musste ich nur laufen und so kleine Minispiele machen und ja, mit anderen Leuten reden und solche Sachen, ne? Also da musste ich nicht kämpfen oder so. Ich bin jetzt dann natürlich schon sehr, sehr gespannt, wie das Ganze sein wird. Okay. Ah, Oase. Finde Frankies Skelette. Okay, ja, das wähle ich aus. Ach, guck mal, ja, ich kann jetzt auch im Moment nur mit Frankie spielen. Weiter. Akzeptieren. Auf geht's. Ach, und dann kann ich wohl mit unterschiedlichen spielen. Na, ich bin mal gespannt, wie das bei dem Spiel ist. Ich hätte Sonnencreme mitbringen sollen. Diese Hitze kann für meine untote Haut nicht gut sein. Ja, wahrscheinlich nicht, Frankie. Tja, gut, dass du einen Geist kennst. Gigi, es geht dir gut. Aber was ist passiert? Wo sind denn die anderen? Und Wisp? Wisp hat Taulin dazu verleitet, ihr die Macht über die Lampe zu übertragen. Jetzt wird die Schattenfinsternis über der Monster High verharren und jedes Monster dort wird auf ewig in Dunkelheit gefangen sein. Es sei denn natürlich, wir können sie aufhalten. Was ist mit Abby, Claudine und dem Rest der Monster? Sie sind mit mir hier in der Lampe gefangen. Warum war ich nicht in der Lampe gefangen? Wegen der Kugel, die ich dir gegeben habe, natürlich. Sie schützt vor Wisps Einfluss. Doch als Wisp mich in die Lampe gezogen hat, wurde der Großteil der Energie der Kugel mit hineingezogen und überall verteilt. Finde Energie, um die Kugel wieder aufzuladen. Verstanden. Was ist mit den Spiegelstücken, die wir gesammelt haben? Oh ja, die Spiegelscherben. Denk daran, wir brauchen alle 13 Teile des Spiegels, um Wisp zu besiegen. Sie hat 12 der Teile hier in der Lampe versteckt. Und das 13. Stück hat sie natürlich immer bei sich. Sieht so aus, als müssten wir die alle nochmal suchen. Kein Problem, solange ich meine Monsterfreunde habe, um mir zu helfen. Oh, du meine Güte! Oh, du meine Güte! Die hätte ich fast vergessen. Geht es ihnen gut? Ja, ja, denen geht's gut. Naja, mehr oder weniger. Also, sie sind im Inneren immer noch sie selbst, nur Wisp hat sie mit ihrem dunklen, schattigen Zauber belegt. Es muss doch eine Möglichkeit geben, den Fluch zu brechen. Was ist mit dieser Kugel, die du mir gegeben hast? Gute Idee. Die Kugel wurde geschaffen, um Wisps dunkler Energie zu widerstehen. Wenn du sie also deinen Freunden zeigst, könnte das helfen, um sie von Wisps Zauber zu befreien. Ich versuch's nochmal. Danke, Gigi. Wirst du da sein, wenn ich dich brauche? Ich werde in der Nähe sein. Im Moment ist meine Macht geschwächt, aber wenn du mich brauchst, dann werde ich tun, was ich kann, um dir zu helfen. Toll. Mit deiner Hilfe weiß ich, dass wir diesen bösen Geist aufhalten und alles wieder so hinkriegen können, wie es früher war. Ja, ich sehe, da leuchtet etwas, aber das Ganze wird dann erst in der nächsten Folge untersucht. Ich danke dir jetzt sehr fürs Zuschauen und sag bis nächstes Mal. Ciao, ciao, deine Damakasch.